Prinzip bestanden. Eigentlich sind diese roboterhaften Bewegungen ja Electric Boogaloo. Haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber das kommt aus dem Hip-Hop, ist aber ein ganz eigener Tanz. Und nicht nur roboterhaftes, sondern auch so wellenförmige Bewegungen. Ja. Sieht richtig gut aus. Ist in New York in den 70er Jahren entstanden. Und wir haben bei uns den zweifachen Weltmeister. Der kommt aber nicht aus New York, sondern aus Tübingen. Und er ist auch zehnfacher deutscher Meister. Er nennt sich Poppin Hood, heißt eigentlich Sven Neller. Und hier ist er mit Amelie. Das übrigens nicht alles alleine vom Spiegel. Er trainiert das immer mit seinen Freunden. Funky Cosmic heißt die Truppe. Und Sven ist in der ganzen Welt als Lehrer unterwegs.